Zum Thema Digitalisierung und Einreichungen, sozusagen, dass auch das Land digital oder diese ganze Einreichungen digital laufen. Kurzer Bericht, also ich habe mir das jetzt bei mir angeschaut, das passiert zwar, also achtfach im Papier und dann in den USB-Stick von den Daten abzugeben. Das ist so meine Erfahrung, zu sagen, wie der Digitalisierungseinreichprozess irgendwie läuft. Ist jetzt noch nicht ganz in meinem Verständnis zu sagen, das heißt zusätzlich einen USB-Stick von PDF ist aus der Digitalisierungssicht noch nicht ganz. Das ist auch nicht mein Verständnis. Gut, okay, passt. Aber nur als Bericht, so wie es quasi ankommt. Ja. Hat ein bisschen zu einem Schmunzeln geführt bei mir. Bin ein bisschen überrascht, dass zwei Dinge, die in letzter Zeit in den Medien für mich irgendwie ein bisschen für Verwunderung gesorgt haben, aber vielleicht können Sie uns da was erklären. Super Story, 8 Millionen Wirtschaftsförderung, quasi dieses Land Niederösterreich in Forschung und Wirtschaft investiert. Ich verstehe es noch nicht ganz, also ich habe es irgendwie spannend gefunden, Projekte in der Geschichte, also Projekte in Wiener Neustadt, Tulln und Wieselburg werden gefördert. Ne? Wenn du dir die Technopole anschaust, sind die auch genau dort. Und das heißt, ist das Frage, ist das quasi eine Wirtschaftsförderung in die eigene Struktur? Fragezeichen. Das hätte ich irgendwie ganz gern beantwortet. Aber was sind das wirklich für Projekte? Ist das Wirtschaft oder ist das nur eigene Technopole? Das kann ich gleich machen. Das sind EU-Mittel, die geirrmarkt sind für Forschungseinrichtungen, für den Ankauf von Laboreinrichtungen und Ähnlichem. Und es ist halt einmal ein Faktum, dass diese Forschungseinrichtungen auch hauptsächlich bei unseren Technopolen sind, aber das sind nicht die landeseigenen, sondern das sind Unternehmen, die in diesen Standorten angesiedelt sind. Und dort ist dieses Geld hingelaufen. Aber so quasi EU-Mittel, die nur für diese ganz speziellen Forschungsbereiche verwendet werden dürfen und für sonst nichts anderes. Das ist dort. Ja gut, also nur Wirkung auf mich, ja, zu sagen, es ist toll, also auch in der Pressekommunikation, toll, die Wirtschaft und Forschung wird gefördert, ja, sehr, 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 sehr indirekt wahrscheinlich. Ne? Ja. Also in der Wortwahl, für mich ein bisschen komisch. Und eins noch, mit der Wohnbauförderung, Verkaufsthematik bin ich nicht einverstanden, aber das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Finde ich okay. Interessant. Da muss ich aber nachfragen, mit was sind Sie nicht einverstanden? Mit der Thematik an sich oder mit dem Ergebnis? Weil das Ergebnis, muss man schon sagen... Nein, mit der Thematik an sich, also das Ergebnis, ich glaube nicht dran. Also, aber ich bin kein Finanzexperte, aber grundsätzlich quasi das Familiensilber zu verkaufen, finde ich nicht so richtig gut. Also ich muss da jetzt, es ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, ja, dazu, aber wir haben das intensiv diskutiert, weil und mich interessiert das. Man muss sich vorstellen, diese Wohnbaudarlehen sind, es waren über 400 Millionen, aber angenommen, die sind 100 Millionen wert. Wir haben sie verkauft und haben 103, irgendwas Millionen gekriegt dafür. Also es ist jetzt keine Glaubensfrage, sondern es ist ein Faktum, dass wir mehr dafür gekriegt haben, als was eigentlich wert sind. Und ich finde das einen tollen Erfolg, den der Ludwig Schleritzko da eingefahren hat.